Mann, das musst du unbedingt auch mal lesen. Ich meine, echt jetzt, diese Serie ist einfach nur genial. Ich habe schon 3 Bücher einfach so weggelesen. Was liest du denn? Animorphs. Das dachte ich mir schon. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die sich in Tiere verwandeln und gegen Schnecken kämpfen, die deine Gedanken kontrollieren. Ach, dieses seltsame Alien-Zeugs ist nichts für mich. Wieso nicht? Es ist der Hammer! Statt zur langweiligen Schule zu gehen, können sie zu Tigern werden, die große böse Aliens in Stücke reißen. Dabei machen sie immer so. Und dann kriegen sie Laser. Und dann alles so ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Lass das. Du wirst schon sehen, Johnny. Eines Tages werde ich ein berühmter Autor. Dann schreibe ich die coolste Geschichte überhaupt und alle Kinder kriegen mein Buch umsonst. Ich werde uns reich machen und dann kaufe ich dir und Mom richtig dicke Villen. Wie willst du uns reich machen, wenn die Bücher umsonst sind? Umsonst für die Kinder. Die Eltern müssen bezahlen, ist doch klar. Klar, ich bin ganz sicher, dass die Eltern dir das Geld hinterher schmeißen. Was ist? Bist du immer noch sauer wegen neulich? Jetzt komm schon, ich habe als erster gesagt, dass ich den Zug haben will. Es war alles ganz fair. Was ist eigentlich mit deinem Preis passiert? Habe ich verschenkt. An einen Penner? Pass auf, es geht nicht nur um neulich. Du weißt, dass du immer Moms Liebling warst. Hey, das ist doch gar nicht wahr. Erinnerst du dich an letzte Weihnachten? Und letzte Ostern? Und als wir angeln waren? Und okay, okay, weißt du was? Du kannst meinen Zug haben, wenn du willst. Echt jetzt? Yep. Ich meine, nach deiner Logik wird sie mir ja einfach einen neuen kaufen, richtig? Hör mal, Johnny. Welchen Unterschied macht es schon, wem von uns was gehört? Alles, was meins ist, ist auch deins. Ich meine, wir können doch beide damit spielen, stimmt's? Stimmt. Siehst du? Ich meine, du bist mein Zwillingsbruder, Mann. Du bist wie ein Teil von mir. Ey, komm, lass uns die Nachbarn foppen. Warte mal, im Regen? Ja klar, im Regen. Komm schon. Notiz zu Animorphs erhalten. Hui. Und ich sehe schon die Schultasche. Das ist also der Bezug in die Kindheit oder das hat es mit der Schultasche auf sich. Die hat bestimmt Joey gehört. Und ich finde das ganz interessant. Der John hat komplett alles von Joey übernommen wahrscheinlich, weil die Mutter immer Joey als ihren Liebling gesehen hat. Und weil sie es nicht verkraftet hätte sonst wahrscheinlich. Und wahrscheinlich hat er es irgendwann, hat er diese Rolle wahrscheinlich als selbstverständlich dann anerkannt. Und hat dadurch sich so in die Reihen versetzt, dass er gar nicht mehr wusste, warum er zum Mond wollte. Und der echte John, der hier noch als Joey lebt, existiert hat, der wollte bestimmt zum Mond. Nur hat John es später vergessen. So eine Art Jahrmarkt, nicht? Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du hier einfach stehen bleibst? Wie wäre es, wenn wir uns eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf zu quatschen und geh. Oh, jetzt hast du es vermasselt. Okay, diesmal müssen wir offenbar wieder Mementos suchen, beziehungsweise Memory Links. Schauen wir uns doch mal um. Huch, wir sind ziemlich schnell unterwegs. Früh!
Früchte, frische Früchte. Äpfel, Orangen, Tomaten, wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch, sind sie. Sie sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten? Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nun mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Okay, finde ich toll. Neil kocht also in der Gruppe. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht, oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen, nur weil er vor mir dran war. Ist schon okay, du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Ach. Okay, ihr Hefeklöße, blockiert mal nicht den ganzen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefeklos. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du blöffst doch nur. Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dümmchen. Dummchen, sei auch. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen Sie ein Spielchen wagen? Einfach auf alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja, 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 ja. Oh nein. Okay, los geht's. Maus, Tastatur, Gamepad. Okay, wir probieren's mal. Mal schauen, was hier rauskommt. Ich hoffe, das wackelt dann nicht so wie hier beim Auswahlbildschirm. Okay, 3, 2, 1. Los geht's. Oh Gott, das ist ja blöd, die Steuerung. Gut, man muss sich erstmal dran gewöhnen an die komische Steuerung. Danach geht's eigentlich. Ist ja nicht so schwer. Ich meine, zu Klopp den Maulwurf gehört ja jetzt nicht so viel dazu. Man muss ja immer bloß reagieren und gucken, wo die Dinger sind. Ja, der Hammer, der ist immer so schräg drüber, ne? Das ist natürlich, das gilt es zu beachten dabei. Kommt, gebt mir mehr! Ich will eine Challenge! Ich will eine Herausforderung! Klingeling! Die Zeit ist um! Dann wollen wir mal sehen! Bei 46 gesichteten Zielen hast du 57 Mal zugeschlagen und dabei 42 Mal getroffen. Das ergibt 91% Trefferquote. Das ist ein neuer Rekord für dich. Gut, dafür gibt es sogar einen Memory Link. Ja, wir lassen es auch dabei. Ich habe natürlich die Punkte verloren ganz am Anfang, als ich mich noch eingewöhnen musste. Aber ist an sich nicht schwer, ist an sich nicht sehr herausfordernd. Schauen wir mal weiter. Jetzt geht es offenbar zur Wahrsagerin. Da bin ich ja mal gespannt. Ah ja, das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott! Kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, wo ist mein Trinkgeld? Ja, ich glaube, die Weissagung hat nicht so ganz eingeschlagen, aber naja. Reden wir nicht drüber. Hier haben wir einen Hammer rumliegen. Warum? Warum liegt denn ein Hammer auf dem Boden? Hier wird gegrillt. Ach, ist das schön idyllisch hier. So, schauen wir mal im nächsten Abschnitt. Es werden 3 Memory Links benötigt, um fortzuschreiten. Okay, dann brauchen wir noch einen. Schauen wir doch mal. Dieser Hammer sieht so verdächtig aus irgendwie. Mächtig verdächtig. Können wir nichts machen. Vielleicht hier auf dem Spielplatz. Hier ist doch noch jemand, der redet. Willkommen! Ich präsentiere das
kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht! Funktioniert es überhaupt? Natürlich nicht! Sieht aus, als hätte jemand einfach ein paar Stühle an ein Mühlrad geklebt. Ist mir total egal. Super, haben wir auch den Memory Link. Das war jetzt irgendwie ein bisschen abgefuckt. Na gut, aber ist ja auch nur eine Erinnerung, ne? Das ist ja nicht, wie es wirklich war. Fand ich aber lustig. So, wo kommen wir hier hin? Ein Chorauftritt. Das finde ich schön. Ich habe übrigens auch mal im Chor gesungen. Ist immer, immer schön dran zu denken. Njam, njam. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du nur diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Probier noch mal. Nee, ich mag ja noch nicht mal normale Oliven. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du dann auf den Geschmack. Genau. Nö. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf den Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche, ich passe für dich darauf auf. Nein, das ist meins. Ich habe es gewonnen. Das ist... Ja, Notiz eingelegte Oliven erhalten. Das finde ich echt krass, dass John... Oh, wir sehen es schon. Oh, 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 oh. Das sieht natürlich bitter aus. Dass John selbst den Geschmack angenommen hat von Joey. Aber das kann natürlich auch einfach daran gelegen haben, dass ihm die Mutter dann immer wieder Oliven angedreht hat, ne? Joeys Lieblingsspeise, genau. Dass die Mutter ihm immer wieder Oliven angedreht hat, weil sie der Meinung war, es wäre Joey. Und dass er irgendwann gelernt hat, mit dem Geschmack zu leben, einfach. Können wir mit dem Chor irgendwas machen? Ich finde den lustig. Aha, okay. Auch gut. So. Dann schauen wir mal, was wir hier als Memento finden können. Ich nehme mal an, das werden wir hier unten finden. So. Gut, auf nach oben. Kommen wir jetzt wieder daraus, wo wir am Anfang waren? Ach ja. Gut, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch John finden, der ja auf den Spielplatz gegangen ist. Natürlich ist er auf den Spielplatz gegangen. Schauen wir mal. Aber zu sehen ist er ja nicht. Ich hatte gehofft, dass er hier irgendwo vielleicht rumkriecht. Johnny, wo bist du nur? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Oder ist er vielleicht hier irgendwo? Ach, rechts gibt es ja auch noch was, ha? Kann das vielleicht sein? Ja, hier geht's noch weiter. Ja, da haben wir ihn. Schauen wir doch mal. Na, Johnny? Wo geht er denn hin? Auf hinterher. Auf dem Baumstamm? Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Wer macht das schon als Kind? Gut, gucken wir mal, wo es uns hin verschlägt. Ich bin sehr gespannt. Aha. John, was tust du? So. Und an dieser Stelle mache ich mal einen Cliffhanger. Bin ich nicht gemein? Denn ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen, denn es ist spät und ich habe Hunger. Und Hunger macht böse. Und wir werden uns das Finale fürs nächste Mal aufheben. Ich bin wirklich sehr gespannt, worauf das Ganze hinausläuft. Wir haben viel erfahren. Wir sind endlich in die frühkindlichen Erinnerungen eingedrungen. Auch wenn die gar nicht so frühkindlich waren, wie ich dachte. Immerhin können die beiden schon lesen und scheinen schon zur Schule zu gehen. Aber naja. Wir schauen mal, worauf das Ganze hinausläuft. Und ich denke, am Ende werden wir es schaffen, John zum Mond zu befördern. Wir werden sehen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. So, gespeichert ist. Und damit würde ich sagen, adieu!